Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Februar dieses Jahres kam es zu zwei historischen Ereignissen in Deutschland, die das gesellschaftliche und politische Leben langfristig prägen werden. Zwei Ereignisse, die zwar nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen, aber trotzdem im Zusammenhang zu betrachten sind. Die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD und die rechtsextremen Morde in Hanau. Am 5. Februar wurde im Thüringer Landtag der Ministerpräsident gewählt. Im vergangenen Herbst erzielte die Linke mit 31% ihr Spitzenergebnis und wurde stärkste Partei im Landtag. Dennoch konnte die rot-rot-grüne Koalition unter Bodo Ramelow keine absolute Mehrheit mehr im Landtag erzielen. Der linken Politiker Bodo Ramelow stellte sich am 5. Februar erneut zur Wahl und hätte mit einfacher Mehrheit im dritten Wahlgang gewählt werden können, wenn dann nicht der Kandidat der FDP, Thomas Kemmerich, gewesen wäre. Schließlich wurde nämlich Thomas Kemmerich mit Stimmen der FDP, CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Kemmerich nahm die Wahl in vollem Bewusstsein darüber, dass die Stimmen von der AfD zu seinem Glück verholfen haben, die Wahl an. Nur eine bundesweite Empörungswelle nach diesem Dammbruch zwang ihn dazu, die Wahl, das Amt nach wenigen Tagen wieder niederzulegen. Nur zwei Wochen später, am 19. Februar, kam es zu einem rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau, bei dem 9 Menschen sowie die Mutter des Attentäters ermordet wurden. Der Täter wählte die Opfer bewusst nach rassistischen Motiven aus, denn alle Opfer hatten Migrationshintergrund. Neben den 9 Toten und der Mutter, die gestorben ist, gab es 6 weitere Verletzte. Der Täter veröffentlichte vor der Tat eine Art Bekennervideo, in dem er sein rassistisches, islamfeindliches und antisemitisches Weltbild offenlegte. Seine rechtsextremen Äußerungen weisen Ähnlichkeiten mit vielen Aussagen der AfD auf. Die AfD schürt Hass und Rassismus als Teil des Parlamentarismus. Viele Wissenschaftler sagen, dass derartige Parolen der AfD zu solchen Taten wie in Hanau geschehen führen können. Mit dem Dammbruch von Thüringen und den rassistischen politischen Morden von Hanau sowie zahlreicher rechtsmotivierter Taten zuvor haben viele Menschen mit Entsetzen feststellen müssen, wie weit das Zusammenwirken von rassistischem, faschistischem Terror, angeblicher rechtspopulistischer Bewegungen, der sogenannten neuen und identitären Rechten, Verbündeten im Staatsapparat und parlamentarischem Arm mitten im Bundestag mittlerweile gediehen ist. Rechte Ideologien untergraben Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte, soziale und politische Emanzipation, internationale und interkulturelle Solidarität. Wer jedoch für all diese Werte eintritt, was Anspruch von uns Linken ist, kann diese nur im permanenten Kampf gegen Rechts verteidigen und langfristig sichern. Wir wollen daher mit diesem Beitrag praktische Ansatzpunkte für den Kampf und die Bündnispolitik gegen Rechts und gegen die AfD finden. Dieses Gespräch dient als Ersatz für die von der Linken Mannheim für den 27. März geplante Veranstaltung unter dem Titel »Nach dem Dammbruch von Thüringen und den Morden von Hanau – Was tun gegen völkischen Nationalismus und Nazi-Propaganda der AfD?« welche aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Für dieses Gespräch begrüße ich nun 3 folgende Gäste. Gerd Wiegel, Politikwissenschaftler, Publizist und Autor. Er ist tätig als Referent für die Linke im Bundestag zu den Themen Rechtsextremismus und Antifaschismus. Er veröffentlichte unter anderem mit Christoph Butterwecke und Gudrun Hentges das Buch »Rechtspopulisten im Parlament – Polemik, Agitation und Propaganda der AfD«. Hallo. Gökay Akbulut, Politik- und Sozialwissenschaftlerin und seit 2017 Mitglied des Bundestags für den Wahlkreis Mannheim. Sie ist Integrations- und Migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Zuvor war sie Stadträtin für die Linke in Mannheimer Gemeinderat und tätig als Referentin für Bildung und Migration für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Und Hanna Böhm,
Masterstudentin der Soziologie an der Universität Heidelberg. Sie wurde bei der Kommunalwahl 2019 für die Linke in den Mannheimer Gemeinderat gewählt. Dort bildet die Linke seitdem eine Fraktion zusammen mit der Partei Die Partei und der Tierschutzpartei unter der Bezeichnung Liebpartie. Hallo. Bevor wir nun zu den Fragen kommen, möchten wir euch ein paar kurze Videoausschnitte zeigen, die verdeutlichen, weshalb es wichtig ist, heute über dieses Thema zu reden. Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Her mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen. Heute und damals. In der Weimarer Republik verbreitet die Idee des völkischen Nationalismus, die dann auch zum nationalsozialistischen Terrorregime führte. Es gibt in der äußeren Rechten in der Bundesrepublik heute eindeutig Wiederanknüpfungen an den völkischen Nationalismus. Rechtsextreme schüren die Angst vor Zuwanderung und einem angeblichen Bevölkerungsaustausch. Der große Austausch ist eine Umkehr der Mehrheitsverhältnisse. Das Verdrängen der einheimischen Bevölkerung und das Umkippen der ethnischen Zusammensetzung von der Bevölkerung. Die völkischen Ideen der neuen Rechten gehen auch wieder einher mit Rassismus und Antisemitismus. Denn jeder weiß auch so, welcher alte Parasit damit gemeint ist. Die neuen Rechten streben einen anderen Staat an und sehen jetzt ihre Chance, den Alten loszuwerden. Weil der Glaube, ich denke der Wahnglaube, vorherrscht, dass jetzt der Moment gekommen sei, in dem man eben das verhasste System, die Demokratie, stürzen könne. Ich glaube, diese Ausschnitte belegen uns eindrücklich, weshalb es wichtig ist, auch jetzt während der Corona-Pandemie über rechte Tendenzen in der Gesellschaft zu reden. Denn durch das Aufstreben der AfD werden solche Meinungen immer offenkundiger und es ist wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Der Kampf gegen rechts ist eine permanente Aufgabe, nicht nur von uns Linken, sondern auch von der Mitte der Gesellschaft. Kommen wir nun zu den Fragen. Zunächst an dich, Gerd. Wir wollen aber zunächst nicht den Fehler der Verwechslung von Partei und Wählerinnen und Wählern machen. Daher zu den Wählerinnen der AfD erst später. Es gab und gibt unterschiedlichste Versuche, die AfD zu charakterisieren. Einfach bürgerlich, so wie sich die AfD selbst gerne bezeichnet, rechtspopulistisch, rechtskonservativ oder auch rechtsextrem. Was ist heute praktisch aus der AfD, ihrem Umfeld und Netzwerk geworden? Was ist der gemeinsame programmatische Kern dieser Partei bei allen Streitereien und versuchten Abgrenzungen um und über die Methoden? Ja, die AfD hat sich ja in den letzten 7 Jahren, seit es sie gibt, seit 2013, doch relativ stark gewandelt. Aber es gibt, glaube ich, auch gewisse Kontinuitäten. Die Partei hat sich, das sagen, glaube ich, alle Fachleute, kontinuierlich weiter nach rechts entwickelt. Das heißt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die sagen, immer offener zur extremen Rechten hin sich entwickelt hat, die einen völkischen Nationalismus entwickelt hat, der mittlerweile innerhalb der Partei zum Mainstream gehört, zumindest unwidersprochen von weiten Teilen der Partei geäußert werden kann. Ich glaube, ein Punkt, den wir immer bei der AfD gefunden haben von Anfang an, das war eine Form des Nationalismus, die wir bei ganz vielen dieser Parteien ähnlichen Typs in Europa finden. Was sich in dieser Parole, die wir von Trump alle kennen, America First ausdrückt, Deutschland zuerst, also eine Form von Nationalismus, die ein nationaler Egoismus ist. Das drückte sich damals, 2013, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der sogenannten Euro-Rettungspolitik aus. Die Krise, wir erinnern uns heute im Zusammenhang der Pandemiekrise alle, weil das ja oftmals als Vergleichspunkt genommen wird, an die Finanzmarktkrise 2009, danach an die Euro-Krise und Griechenland-Krise. Und die AfD ist eigentlich mit dieser Position angetreten. Wir wollen keine Solidarität mit
anderen Ländern in Europa üben, schon gar keine finanzielle Solidarität, sondern wir wollen alle Politik rein aus deutschem Interesse heraus machen, nur für die vermeintlich deutschen Interessen, wie sie die AfD definiert. Und das ist sehr schnell in der AfD zu einer Form des Nationalismus geworden, der dann vor allen Dingen ethnisch oder man könnte auch sagen rassistisch aufgeladen worden ist. Und spätestens seit 2015, 2016 haben wir es mit einer AfD zu tun, die diesen Nationalismus aus einer deutsch-national-völkischen Richtung heraus definiert und vor allen Dingen klar definiert, wer gehört in diesem Land dazu, für wen soll Politik in diesem Land gemacht werden und vor allen Dingen, für wen soll sie nicht gemacht werden. Und nicht gemacht werden soll sie für alle diejenigen, die nach Vorstellung der AfD nicht dazugehören. Und das sind Menschen, die ihre Wurzeln womöglich nicht in diesem Land haben, die nicht nach Vorstellung der AfD ethnische Deutsche sind, die sie am liebsten wieder aus diesem Land hinaus befördern würden. Und das ist mittlerweile ein weitgehender Kern innerhalb der Partei mit allen Differenzierungen, allen Schattierungen, die es dort gibt, der aber im Zentrum der Partei zu finden ist. Die ganzen Auseinandersetzungen etwa, die es um den Flügel gegeben hat, die ja gerade in den letzten Wochen nochmal eine starke Rolle gespielt haben, zeigen das ganz gut, weil der Flügel, der eben als Teil dieser Partei vor mehreren Jahren gegründet worden ist, mittlerweile zu einem zentralen Bezugspunkt in dieser Partei geworden ist. Was es der Partei auch so schwer macht, heute so zu tun, als sei das nur eine extreme oder in ihren Worten radikale Minderheit in der Partei. Nein, wir haben es hier mit tatsächlich einem Kern der Partei zu tun. Und wir sehen das auch in der Arbeit der AfD, zum Beispiel im Bundestag, wo wir sehen können, dass alle politischen Auseinandersetzungen, alle politischen Probleme in diesem Land von der AfD vor einem einzigen Hintergrund gedeutet werden. Egal, was wir thematisieren, sei es das Thema Bildungspolitik, sei es das Thema Wohnen, bis hin zum Thema Umweltpolitik, alles wird letztendlich auf die Frage von Zuwanderung zurückgeführt. Die Zuwanderinnen und Zuwanderer sind an allem schuld. Wenn sie nicht da wären, wären alle realen Probleme in diesem Land gelöst. Und das ist momentan ein zentraler Kern der Politik der AfD. Nach den Morden von Hanau sahen viele Menschen den Zusammenhang zwischen AfD, öffentlicher Stimmung gegen Menschen ausländischer Herkunft und den Morden des sogenannten Einzeltäters. Mit diesem richtigen, spontanen Empfinden ist der Zusammenhang aber noch nicht erklärt und mögliches Handeln dagegen noch weniger. Aus der Geschichte jedoch wissen wir, Gewalt, Gewaltherrschaft, Terror und Mord sind sowohl Mittel als auch Ziel faschistischer Politik. Die Vernichtung zunächst der Individualität und aller der Volksgemeinschaft feindlichen Individuen ist programmatischer Kern. Verbrecherische Gewalt schweißt diese neue Volksgemeinschaft und ihren Führer zusammen. Trifft dieses historische Modell auch auf die heutigen Pläne von Teilen der AfD zu? Wir denken dabei an den Flügel um Höcke. Und wenn ja, was folgt daraus? Eine schwierige Frage, wie ich finde. Es wäre einfach, sofort Ja zu sagen. Trotzdem würde ich das differenziert betrachten wollen. Natürlich, der historische Faschismus ist in einer gewissen Weise ein politisches Regime, was auf Gewalt basiert und wo wir es auch mit einer Partei zu tun haben, der NSDAP, die nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass sie terroristische Gewalt anwenden will, die damit geradezu groß geworden ist. Die hatten mit der SA organisierte Schlägertrupps, die sagen, Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung immer angewandt haben. Das finden wir so bei der AfD heute nicht. Die AfD ist eine Partei, die aus meiner Sicht einen weit offenen Flügel, eine weit offene Verbindung zum Faschismus hat, zur faschistischen Ideologie hat. Aber die Form, in der sie auftritt, unterscheiden sich doch von den historischen Formen, die wir gerade aus dem deutschen Zusammenhang kennen. Aber es gibt trotzdem einen Zusammenhang zwischen dem, was wir auf der einen Seite sozusagen im Rechtsterrorismus im Moment Gewalt erleben, seit dem Sommer letzten Jahres, dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag in Halle, dem eben zitierten Anschlag in Hanau, haben wir es mit einer Welle rechtsterroristischer Gewalt zu tun. Und eine solche Welle findet natürlich nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern sie findet in einem gesellschaftspolitischen Klima statt, das den Weg für solche Täter bereitet, das eine Ermutigung für solche Täter ist. Und hier kommt die AfD ins Spiel, weil sie entscheidend dazu beiträgt, den Boden für solche Taten zu bereiten, indem sie eine Ideologie vertritt und auch
massenfähig gemacht hat. Immerhin vertritt die AfD bei den letzten Bundestagswahlen 12,5%, also ist die größte Oppositionspartei im Bundestag, die für solche rechtsterroristischen Täter ermutigend ist. Von der AfD, ich hatte es eben schon gesagt, hören wir, dass die Verantwortung für alle gesellschaftlichen Missstände in diesem Land bei den Zuwanderern und Zuwanderern zu suchen sind. Bei der AfD finden wir eine Debatte, die sagt, diese Zuwanderung ist der Versuch der herrschenden politischen Eliten, die Bevölkerung in diesem Land auszutauschen. Dieses Gerede von der sogenannten Umfolgung, was in rechtsextremen Kreisen anzutreffen ist, was aber auch in einer neuen Rechten anzutreffen ist, die ideologischen Stichwortgeber der AfD sind. Und über die AfD wird dieses Denken legitimiert, indem sie eben als Partei mit den Erfolgen, die sie hat, im einen Landtag vertreten, im Bundestag vertreten, auf den meisten kommunalpolitischen Ebenen vertreten, ein ganz anderes Gehör findet als die klassische extreme Rechte. Und für Täterinnen und Täter ist es wichtig, den Eindruck zu haben, dass das, was sie tun, diese Entscheidung zur Tat, etwas ist, was offensichtlich ganz viele wollen, sich aber nur nicht zu tun trauen. Und insofern ist die Propaganda der AfD schon ein Schlüssel, um zu verstehen, warum diese rechtsterroristische Entwicklung im Moment so zunimmt. Das heißt, das, was wir in diesen Taten sehen, kann nicht eins zu eins der AfD angerechnet werden, weil sie nicht diese Leute losgeschickt hat. Aber das, was die AfD Woche für Woche im Bundestag oder in den Landtagen oder in den Kommunalparlamenten macht, ist der Nährboden dessen, was wir in diesem Rechtsterrorismus sehen. Und insofern gibt es sehr wohl ein Verhältnis dazwischen. Und wir sehen ja auch, dass die AfD darauf sehr, sehr schnell und sehr empfindlich reagiert hat, weil sie natürlich genau wusste, dass sozusagen diese Taten mit dem, was sie Woche für Woche an Rassismus in dieser Gesellschaft lostritt, dass das in Verbindung gebracht wird. Und deswegen hat sie sich sehr, sehr schnell versucht, davon zu distanzieren und versucht jetzt auch sehr, sehr schnell, diese Taten möglichst zu entpolitisieren, zu sagen, das sind irgendwelche durchgeknallten Verrückten, um nur ja keine Debatte über den politischen Hintergrund dieser Taten aufkommen zu lassen. Aber ich hoffe, das ist deutlich geworden, es gibt diesen Zusammenhang zwischen dem, was man sagt und in der Gesellschaft als Bilder in die Welt setzt und dem, was andere dann in Taten umsetzen. Viele haben wohl erstmals beim Dammbruch von Thüringen realisiert, wie weit der Vormarsch der AfD in das sogenannte bürgerliche Lager inzwischen wirklich ist. Nun die Frage, war es wirklich ein Dammbruch oder gibt es diesen Damm gegen völkischen Nationalismus in Wirklichkeit noch gar nicht und muss er erst errichtet werden? Welche Erfahrungen gilt es aufzuarbeiten und was heißt das für die weitere demokratische und linke Politik? Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Dammbruch war, wenn in einer gewissen Weise auch einer mit Ansage oder ein Erwarteter. Ich persönlich hätte ihn ehrlich gesagt nicht in Thüringen erwartet. Das hat mich überrascht. Ich hätte ihn an anderen Stellen erwartet. Es gab lange Anzeichen dafür, dass die Abgrenzung der CDU zur AfD brüchig geworden ist. In vielen Punkten war sie ja nie wirklich da, wenn wir uns an die Debatten vom vorletzten Sommer erinnern, die Auseinandersetzung zwischen Merkel und Seehofer, dann konnten wir da ja Parolen finden vom jetzigen Innenminister, die eins zu eins auch von der AfD hätten sein können. Also inhaltlich gab es diese Nähe an vielen Punkten schon immer. Aber die CDU hat sich aus taktischen, aus strategischen Gründen doch in vielen Fällen von der AfD abgegrenzt, weil sie keine Partei rechts von sich groß werden lassen wollte. Aber in vielen Ländern, Sachsen-Anhalt ist immer so ein Beispiel, was genannt wurde, konnten wir sehen, dass diese Linie nicht unumstritten innerhalb der Union ist. Und dass es dort Leute gibt, die sagen, warum sollen wir eigentlich keine Mehrheiten mit einer anderen Partei bilden, die ja in vielen Teilen aus uns hervorgegangen sind. Viele Leute, die heute in der AfD Politik machen, haben ja ein parteipolitisches Vorleben, zum Beispiel in der CDU. Und insofern gibt es da natürlich eine inhaltliche Nähe, in radikalisierter Form heute bei der AfD vielleicht, die aber natürlich von einigen auch gern genutzt worden wäre. In Thüringen hat es mich insofern überrascht, weil wir es natürlich in Thüringen mit der AfD von Jörn Höcke zu tun haben und damit der radikalsten Variante der völkischen Rechten innerhalb der AfD. Und wenn es hier einen Tabubruch der bürgerlichen Parteien, sprich der CDU und der FDP zur AfD gibt, dann wird diese Barriere offensichtlich nirgends mehr halten.
Denn wenn man es mit der Höcke-AfD machen kann, dann kann man es mit jeder anderen AfD erst recht machen. Das wäre ja gar nicht zu begründen, warum man dann mit etwa, sagen wir mal, eher reaktionär bürgerlichen Leuten wie Podbersky in Berlin nicht in eine Koalition gehen sollte. Also insofern hat mich das schon überrascht und war es schon eine Form des Dammbruchs. Was die Folgerungen daraus sind, finde ich, da muss man in der Tat noch länger drüber diskutieren, gerade was die Folgerungen aus linker Sicht angeht. Einerseits ist das Ergebnis von Thüringen ja ein Zwiespältig. Denn der Versuch, sozusagen diese Form der Zusammenarbeit mit einer Rechtsaußenpartei zu normalisieren, ist zumindest im ersten Versuch grandios gescheitert. Kramp-Karrenbauer musste darüber ihren Hut nehmen, Lindner hat es knapp noch geschafft, ihn nicht nehmen zu müssen. In Thüringen hat es ein Desaster gegeben. Die Umfragen für die bürgerlichen Parteien dort sehen desaströs aus. Es hat eine Form des Widerstands gegen diese Zusammenarbeit gegeben, die, glaube ich, auch die Konservativen und Liberalen überrascht hat. Vor allen Dingen auch der Widerstand, der schnell von der Zivilgesellschaft auf die Straße getragen wurde, aber auch medial blies dem ja der Wind sehr, sehr stark ins Gesicht. Insofern ist es gescheitert. Wo ich mir unsicher bin, ist die Frage, wie lange wird das anhalten? Ist das ein Punkt, wo die sagen, okay, da lassen wir jetzt erstmal die Finger von? Oder, und dafür gibt es auch einzelne Hinweise, gibt es nicht in anderen Ländern schon wieder Stimmen, die sagen, ja, vielleicht mit Höcke ist das schwierig, aber es muss doch möglich sein mit einer Partei, die sich vielleicht etwas stärker von diesem Flügel distanziert, der jetzt auch aufgelöst werden soll, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Insofern glaube ich, dass es diese Stimmen weiterhin geben wird. Und letzter Punkt, was heißt das für linke Politik? Auch das ist, glaube ich, insofern eine schwierige Frage. Denn einerseits geht es natürlich darum, deutlich zu machen, dass eine Politik, die sagen, die Beteiligung einer extremen Rechten an politischer Macht verhindert, nur mit links geht. Nur eine Linke, damit meine ich eine breite Linke, ist in der Lage, eine solche Politikperspektive zu verhindern. Insofern glaube ich, ist eine Lehre daraus, linke Alternativen auch deutlicher in die Debatte zu bringen und für linke Mehrheiten in diesem Land zu werben. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, aber auch falsch zu sagen, okay, die CDU ist eine Partei der Rechten und insofern gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen CDU und AfD, weil man damit natürlich eventuell befördern würde, dass sich die Kreise in der AfD durchsetzen, in der CDU durchsetzen, die sagen, naja, dann können wir natürlich auch gleich irgendwie mit der AfD zusammengehen. Also wenn es sozusagen so einen Lagerwahlkampf links und rechts gibt und wir diesen rechten Block angehören. Also ich glaube, es ist für eine Linke schon wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, die AfD ist eben keine bürgerliche Partei wie alle anderen, sondern sie hat einen faschistischen Teil. Und die Barrieren dahin müssen auch von einer Partei wie der CDU gehalten werden, die bei aller Kritik und bei allem Reaktionären, was wir in dieser Partei finden, eben keine faschistische Partei ist, sondern eine bürgerlich-konservative Partei ist. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass auch wir die CDU unter Druck setzen und sagen, wenn ihr die Barrieren dort nicht halten könnt, dann habt ihr euren Anspruch als bürgerliche oder auch liberale Partei aufgegeben. Kommen wir nun schließlich zur Frage, wie funktioniert die Anschluss- und Mobilisierungsfähigkeit der AfD zu vielen Menschen in verschiedenen Klassen und Schichten, obwohl die AfD eigentlich das genaue Gegenteil ihrer Interessen vertritt? Auch hier findet derzeit ein Richtungsstreit über Methoden innerhalb der AfD, sprich Lagerstreit zwischen Höcke und Meuthen, statt. Und wie sollen und können wir die Auseinandersetzung mit der tatsächlichen und potenziellen Anhängerschaft der AfD vor Ort überhaupt führen? Die AfD ist, ich hatte es gesagt, ist bis heute eine heterogene Partei und auch ihre Wählerbasis, ihre Wählergruppen sind total heterogen. Das ist einerseits nichts Verwunderliches, das finden wir bei vielen Parteien. Die AfD behauptet ja selber, sie sei eine Art moderne Volkspartei. Das ist, glaube ich, nicht. Sie ist eine Partei mit 12%, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber sie hat ganz unterschiedliche Wählergruppen. Angefangen hat sie als eine eher bürgerliche Professorenpartei und hatte damals vor allen Dingen Leute angesprochen, die eher aus so einem bürgerlich-mittelständischen Spektrum kamen, die gesagt haben, mit meinen Steuergeldern sollen doch keine faulen Griechen finanziert werden.
Und dann hat sie sich aber immer weiter zu einer Partei entwickelt, wo vor allen Dingen der von mir eben genannte völkische Rassismus als zentrales Element in den Mittelpunkt getreten ist. Und damit hat sie sehr viel breitere Teile der Bevölkerung angesprochen und eben auch viele Leute angesprochen, die aus unterschiedlichen Gründen, und manche davon sind auch sehr reale Gründe, eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung in diesem Land haben. Und wir können sehen, dass die AfD eben sozusagen Leute von einem gut situierten bürgerlichen Spektrum bis hin zu abhängig Beschäftigten oder auch Leuten in eher prekären Situationen anspricht. Aus linker Sicht interessiert mich eigentlich vor allen Dingen der Teil der AfD-Wählerschaft, der potenziell auch von links ansprechbar wäre oder von seiner sozialen Lage her sein müsste. Das heißt, die Leute, die kleine Angestellte sind, die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sind, die in vielen Fällen früher Teilen auch linkspolitisch gewählt haben, sei es Sozialdemokratie, sei es die Linke, und die heute von der AfD angesprochen werden. Und das ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage, wie geht man mit diesem Teil der Wählerinnen und Wähler um? Das ist eine Debatte, die wir in der Linken lange geführt haben und auch heute noch führen. Sagen einerseits die Frage, will man überhaupt um Leute kämpfen, die eine Partei gewählt haben, die einen offenen Rassismus vertritt? Ich würde sagen, ja, ich würde um alle Wählerinnen und Wähler kämpfen. Die Frage ist, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen? Und da ist es, glaube ich, wichtig, aus einer linken Perspektive immer deutlich zu sagen, wir machen den Leuten ein Angebot, aber wir haben auch klare Positionen. Und klare Positionen sind, Rassismus ist keine politische Option in diesem Land. Und wer für Rassismus votiert und für wen Rassismus zum zentralen Kriterium seiner Wahl wird, der wird für linke Politik nicht mehr erreichbar sein. Aber meistens ist es bei Leuten im Kopf ja nicht so schwarz oder weiß, dass sie sozusagen sagen, ich bin Rassist oder ich bin für die soziale Frage, sondern bei Leuten geht ja vieles durcheinander im Kopf, da passen ja viele Sachen zusammen. Und das heißt, ein Angebot machen, ich glaube, dass viele Leute, ein Teil von Leuten, nicht viele, ich glaube, es ist ein Teil von Leuten, die sich heute bei der AfD finden, sozusagen eine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, die eine Unzufriedenheit ist, die auch viele linke Anknüpfungspunkte hat. Unzufriedenheit mit der sozialen Entwicklung in diesem Land, Unzufriedenheit mit der Entwicklung, abgehängt zu sein, im ländlichen Bereich zu leben, Unzufriedenheit mit der Entwicklung, keine Perspektive für ihre Kinder zu haben, Aufstiegschancen, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind. Also Unzufriedenheit, die eigentlich klassisch von einer politischen Linken erreicht worden sind. Und die AfD macht ihnen ein Angebot und sagt, naja, wir sorgen dafür, dass deine politische Stellung besser wird, weil wir dich gegenüber anderen bevorteilen und zwar gegenüber denen, die wir als nicht dazugehörig definieren. Und ich glaube, Aufgabe der Linken ist es, ein Angebot zu machen, die sagt, nein, wir wollen eine Politik machen, die Politik für die Menschen in diesem Land macht und die nicht danach guckt, wo kommt jemand her, sondern die vielleicht eher guckt, wer hat es nötig, dass er von Politik unterstützt werden muss. Das heißt, wir machen eine inklusive Politik, die für alle Menschen, die auf Formen von Umverteilung angewiesen sind, die auf einen Staat angewiesen ist, der einen Ausgleich zwischen oben und unten schafft, für die machen wir Politik. Und insofern ist, glaube ich, das der einzige Punkt, wo eine linke Politik in Konkurrenz zur AfD steht, ohne den Parolen der AfD in irgendeiner Weise auch nur ein Fünkchen hinterherzulaufen, sondern dieses klare Kante auf der einen Seite zeigen, aber zu sagen, für diese Form von sozialer Politik stehen wir. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir Leuten ein Angebot machen können, die vielleicht sonst auch von der AfD erreicht werden. Vielen Dank soweit, Gerd. Werfe nun einen Blick auf die parlamentarische Perspektive. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, ist die Auseinandersetzung der Linken mit der AfD im Bundestag von großer Bedeutung für die öffentliche Debatte mit und über die AfD. Gökay, was bedeutet das für die Auseinandersetzung der Linken und der Demokratinnen und Demokraten im Bundestag mit der AfD, um die Themen Migration und Teilhabe aller Menschen im Land? Und lässt sich das an praktischen Themen veranschaulichen? Also nach den Bundestagswahlen 2017 gab es natürlich unterschiedliche Strategien von den verschiedenen Fraktionen des Bundestages, wie man mit der AfD umgehen soll.
Es gab natürlich schon einen Konsens bzw. einen Beschluss, in keinster Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das war auf der einen Seite ganz klar von allen demokratischen Fraktionen. Dennoch war natürlich der gesamte Ablauf des Bundestagsbetriebes sehr schwierig, weil man zum ersten Mal 6 Fraktionen hatte im Bundestag, zum anderen auch eine Fraktion hatte, mit der man nicht zusammenarbeiten möchte. Deswegen waren natürlich die verschiedenen Abläufe etwas schwierig zu Beginn. Und die Fraktionen haben unterschiedliche Formen des Umgangs mit der AfD entwickelt. Es gab Fraktionen, die Arbeitsgruppen erstellt haben, zu Beginn zumindest. Problematisch wurde nur die Zusammenarbeit mit der AfD, gerade in Zeiten von Landtagswahlkämpfen oder von Kommunalwahlkämpfen, die stattgefunden haben nach 2017, wo Teile der CDU, auch der FDP, im Grunde genommen auch die ganze rechte Rhetorik von der AfD übernommen haben. Das haben wir bei den Bayernwahlen gesehen, das haben wir bei den anderen Wahlen gesehen und vor allem aber auch diese ganze Auseinandersetzung um Seehofer, der quasi Migration als die Ursache, als die Mutter aller Probleme unserer Gesellschaft bezeichnet hat. Also das waren im Grunde genommen Momente, in der es ganz eindeutig wurde, dass sowohl die CDU, CSU als auch die FDP anschlussfähig sind an die AfD. Und dennoch war im Bundestag im Grunde genommen der Konsens, zum Beispiel keinen Bundestagspräsidenten zu wählen, keinen Bundestagsvize zu wählen, keinen Kandidaten von der AfD zu wählen. Das wurde bis heute durchgehalten. Es gab auch die Abwahl des Vorsitzenden Brandner der AfD vom Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, wo ich auch Mitglied bin. Also das waren im Grunde genommen auch auf der einen Seite Erfolge der Fraktion gegen die AfD. Das Problem, was im Grunde genommen permanent bis heute besteht, ist, dass die AfD sich in eine Opferrolle begibt, wenn diese Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Fraktionen auch so gut verläuft, positioniert sich die AfD immer als Opfer, die vom Establishment, die von den Altparteien und von den anderen als bekämpft wird. Und das macht natürlich, damit bedient sie natürlich auch ihr Klientel und ihre Wählerschaft und schafft es auch immer damit zu polarisieren und Stimmung zu machen. Und im Grunde genommen ist es nicht nur, wenn man sich die Reden der AfD anschaut in den letzten 2-2,5 Jahren, sind auch ganz klare, offene, offene Nazisprache. Es ist eine Sprache von Entwertung, von menschlichem Leben. Also nicht nur gegenüber Migrantinnen und Geflüchteten. Also es gab Reden, in der Geflüchtete und Migranten als Seuchen, dafür verantwortlich gemacht worden sind, dass Krankheiten nach Deutschland kommen. Die Parallelen sieht man jetzt auch in der Corona-Krise. Also es ist im Grunde genommen diese Nazisprache, die sie in ihren Reden mit der sie argumentiert haben. Auf der anderen Seite war das Problem aller Fraktionen auch in der Arbeit der Ausschüsse. Also unabhängig davon, wie weit man auch politisch und ideologisch auseinander war, gibt es immer einen gewissen Grundkonsens, was die Ausschussarbeit, was die fachlich-inhaltliche Arbeit anbetrifft, was ja überwiegend auf Sach- und Faktenlage beruht. Und diese Problematik hatten wir mit der AfD, dass da wirklich nur gehetzt worden ist, dass da teilweise Sachen zusammengestellt worden sind, die absolut nicht der Realität entsprechen. Im Grunde genommen war auch die fachlich-inhaltliche Arbeit mit der AfD etwas schwierig, zumal sie auch wirklich sehr wenig Sachkompetenz hatte in den einzelnen Gebieten. Ein weiteres Problem, was für uns als Linksfraktion weiterhin auch besteht, ist diese Links-Rechts-Gleichsetzung, was von großen Teilen der CDU, aber auch der FDP gemacht wird, womit immer wieder vom rechten und linken Ränder des Hauses gesprochen worden ist, womit wir uns natürlich dagegen aufgestellt haben. Also es ist nach wie vor, gibt es gute und erfolgreiche Schritte
im Umgang gegen die AfD. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Rückschläge, was gerade die Anschlussfähigkeit zwischen AfD, FDP und CDU dann betrifft, gerade in der Sicherheitspolitik, in dieser Law-and-Order-Mentalität, wo sehr schnell im Grunde genommen sie auf einen gemeinsamen Nenner mit der AfD kommen. Und genau diese Situation hat ja im Grunde genommen auch den Anschlag von Hanau, wurde im Grunde genommen der Nährboden dafür geschaffen, auf Seiten der AfD, aber auch auf Seiten der CDU in den ganzen sicherheitspolitischen Debatten. Also es gab die Debatten um die Clan-Kriminalität, es gab die Debatten um Shisha-Bars und im Grunde genommen war auch der Anschlag in Hanau war auch schon vorprogrammiert. Also es war wirklich nur eine Frage der Zeit, wann so etwas stattfindet. Insofern war dieser Anschlag auch wirklich ein großer Schock für viele migrantische Communities. Güger, du hast berichtet, dass die Linke jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen hat und sich wirklich auch gegen rechts einsetzt. Nun gab es aber immer wieder Streit um die konkrete Ausrichtung der Linken zur Frage im Umgang mit den Geflüchteten. Allen voran kann hier Sarah Wagenknecht aufgeführt werden, die mit ihren Äußerungen oftmals für Irritation innerhalb und außerhalb der Partei sorgte. Hat die Linksfraktion im Bundestag denn überhaupt einen einheitlichen Standpunkt zum Kampf gegen rechts und gegen die AfD? Es gibt auf jeden Fall einen einheitlichen Standpunkt und einen Grundkonsens, in keinster Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten, vor allem aber auch den Kampf gegen rechts wirklich auf allen Ebenen zu führen, also nicht nur auf parlamentarischer Ebene, sondern auch in Bündnissen und auf den Straßen. Das ist auf jeden Fall ein Grundkonsens, der auch innerhalb der Linken besteht. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen in Bezug auf Arbeitsmigration und in Bezug auf offene Grenzen. Da gab es unterschiedliche Auseinandersetzungen, aber die Mehrheit ist da ganz klar in den Positionierungen und die Beschlüsse der Partei sind auch in dieser Frage ganz klar. Deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, es gibt natürlich Unstimmigkeiten, was ihr hier auch vorhin auch angesprochen habt. Wie schafft man es wirklich, Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen, die zuvor Linke gewählt haben und dann zur AfD gewechselt haben? Und wie schafft man es, dieses Gegeneinander ausspielen von Geflüchteten, Obdachlosen, Hartz-IV-Empfängern, also von Menschen, die im Grunde genommen sich in prekären Lebenslagen befinden? Und das ist eine Herausforderung für die Linke und da sind viele auch aktiv in den Stadtteilen, in den jeweiligen Regionen und sind auch präsent und versuchen dort auch wirklich, sich weiterhin als die Partei der sozialen Gerechtigkeit einzusetzen. Und es ist halt auch, das haben wir auch hier in Mannheim erlebt, wo die AfD bei den Landtagswahlen 2016 einen sehr hohen Stimmenanteil gewonnen hat. Und als wir in den Stadtteilen unterwegs waren, war das im Grunde genommen immer wieder die Frustration über die eigene Lebenssituation, über das sogenannte Abgehängtsein. Und es sind dann halt einfache Antworten, die die AfD dort geliefert hat. Und da müssen wir wieder einsetzen als Linke und dort auch wirklich in diesen Stadtteilen und in diesen Regionen präsent sein und auch ansprechbar sein für die Menschen und mit denen halt auch den Kontakt und den Austausch suchen und sie nicht einfach der AfD überlassen. Du hast gerade die migrantischen Communities erwähnt. Kannst du kurz erklären, wie nach Hanau die migrantischen Communities mit der Angst um rechten Terror in Deutschland umgehen und was sie für Strategien entwickeln oder was sie von der Politik nun erwarten? Ja, die Verunsicherung innerhalb der verschiedenen migrantischen Communities ist nach Hanau sehr groß. Gerade auch nach den Anschlägen in Halle und Hanau ist natürlich die Verunsicherung sehr groß. Vor allem, man erlebt ja Diskriminierung und Rassismus tagtäglich überall in allen Lebensbereichen. Und Rassismus ist strukturell und institutionell geprägt in Deutschland und das erleben viele Menschen mit Migrationshintergrund auch in der zweiten, dritten Generation, obwohl sie hier geboren und hier aufgewachsen sind, fühlen sie sich als nicht
dazugehörig oder werden halt als anders abgestempelt. Und das ist ein großes Problem für viele migrantische Jugendliche in unserer Gesellschaft. Es ist natürlich auch eine Frage, wie es weitergeht. Also es gab über 190 Tote durch rechtsextremistische Anschläge in Deutschland. Und das große Bedenken nach Hanau war, wird jetzt nach 2 Wochen in das Tagesgeschehen wieder umgeswitcht und bis zum nächsten Anschlag. Also da ist wirklich die Verunsicherung sehr groß. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich überparteilich gemeinsam mit Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft sich für die Interessen und für die Rechte der Migrantinnen und Geflüchteten einsetzt. Gerade bei den Geflüchteten handelt es sich um entrechtlichte Menschen. Das sehen wir auch aktuell in Griechenland auf den verschiedenen Lagern, wie Menschen an den Grenzen Europas durch die Abschottungspolitik entrechtlicht werden, zum einen. Auf der anderen Seite aber auch durch die Frage der Teilhabe und der Partizipation in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir als Linke einsetzen und uns für die Stärkung der Rechte der Migrantinnen in unserer Gesellschaft stark machen. Und das machen wir im Bundestag auch durch unsere verschiedenen Anträge und Anfragen. Wir fordern gerade im rechtlichen Bereich die Erleichterung der Einbürgerung oder die Einführung des Wahlrechts auf unterschiedlicher Ebenen. Also es sind im Grunde genommen Themen, wo wir als Linke uns für die Stärkung der Rechte der Migrantinnen und Geflüchteten einsetzen. Danke, Gökay. Kommen wir nun konkret zur kommunalen Ebene. Hanna, da die Linke Mannheim als politische Partei sowohl im Stadtgebiet arbeitet, als auch im Gemeinderat vertreten ist, führt sie die Auseinandersetzung mit rechts auch auf diesen zwei Ebenen. Zum einen mit anderen Parteien im Gemeinderat und der Stadtverwaltung, zum anderen als Partei vor Ort. Das ist für Mannheim insofern besonders wichtig, Göker hat es gerade angesprochen, als dass bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 im Wahlkreis Mannheim-Nord der AfD-Kandidat das Direktmandat erlangte. Zunächst einmal zur Frage: Wie agiert die AfD im Gemeinderat und wie läuft die Arbeit im Gemeinderat mit oder gegen die AfD? Ja, also zunächst einmal, manchmal kommen so Argumente auf über die Kommunalpolitik, bei denen es heißt, KommunalpolitikerInnen sind ja nur Leute, die sich für eine Stadt engagieren. Das ist ja eine ganz andere Motivation, die diese Aussagen sollen irgendwie implizieren, dass die AfD-KommunalpolitikerInnen nicht unbedingt automatisch die rassistischen Inhalte ihrer Partei teilen. Ich möchte dem heute auch widersprechen, weil ich glaube, dass die Leute sehr wohl wissen, welcher Partei sie sich bewegen und man auch sieht, dass sie sich zumindest nicht klar von diesen rassistischen Inhalten distanzieren. Wir hatten letzten Dezember Etatverhandlungen im Mannheimer Gemeinderat und dort ist die AfD mit mehreren Anträgen aufgekommen, die Einsparungen an mehreren Stellen vorgesehen haben. Und das war zum einen eine Streichung für die Gelder der LSBTI, also die Streichung von einer Gruppierung, die lange schon um Anerkennung und Toleranz kämpft hier in Mannheim. Das zeigt schon, was die AfD auch auf kommunaler Ebene will. Sie will keine Gesellschaft, in der sich alle frei und wohl fühlen können. Sie möchten diese Arbeit um Toleranz unterbinden. Gefordert haben sie auch die Streichung der Gelder für die Implementierung von Gender Mainstreaming. Ohne zu wissen, was genau das mit dem städtischen Haushalt zu tun hat, lässt sich aber vermuten, was sie damit sagen wollen. Sie sind gegen eine gendergerechte Sprache, also gegen eine Sprache, die Frauen, Männer und Queere gleichermaßen mit einbezieht, gegen eine Sprache, also für eine Sprache, die Männer meistens als die Haupthandelnden klassifiziert. In der entsprechenden Haushaltsrede der AfD wurde auch darauf Bezug genommen, dass sie gegen die Kita-Ganztagesbetreuung sind. Sie sind für ein klassisches Modell der Kinderbetreuung. Um das im Klartext zu sagen, sie sind dafür, dass die Mutter daheim bleibt und sich ums Kind kümmert. Was im Endeffekt für viele Familien eine fatale Situation ist, für Alleinerziehende oder auch für Familien, wo ein Einkommen nun mal nicht reicht, um die Kinder zu versorgen. Die Partei fordert, dass diese quasi nicht mehr richtig versorgt werden. Und das zeigt, die Konzepte sind auch auf kommunaler Ebene antifeministisch und rückschrittlich.
Unter den ganzen Anträgen sah man aber auch Positionen, die klar gegen die Integrationsarbeit gehen. Das Kürzen der Mittel für soziale Einrichtungen für Flüchtlinge oder auch Streichung der Mittel für das Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V. Das zeigt, was die AfD möchte. Sie möchten keine offene Gesellschaft, in der Leute aufgenommen werden. Ganz im Gegenteil, sie möchten die Leute aktiv ausgrenzen. Sie möchten nicht, dass sich Leute in der Stadtgesellschaft integrieren, sondern sie klar als außerhalb der Gesellschaft sehen. Es geht aber noch weiter an der Empörung, und zwar, oder worüber man sich empören sollte, und zwar bei der Begründung, warum sie gegen das Antidiskriminierungsbüro sind oder die Gelder streichen wollen, was so ein einfacher kleiner Satz. Und zwar, Mannheim ist seit 400 Jahren sehr tolerant. Und dieser Satz finde ich sehr schockierend, dass es unterschlägt zum einen total das Problem, das in der Gesellschaft mit Rechtsextremismus vorherrscht, was ja auch in Anschlägen in Hanau zum Beispiel sichtbar wird. Es wäre ja fast schon naiv zu glauben, dass das in anderen Städten nicht passieren kann. Also dass das nicht auch in Mannheim ein wichtiges Thema ist. Und noch weiter kehrt es auch das ganze Nazi-Regime unter den Tisch, als hätte es nicht gegeben. Und das ist wichtig auch zu betonen, auch in Mannheim hatten wir zwei KZ-Außenlager, eins bekannt als Hungerlager. Auch in Mannheim wurden fast 2000 jüdische MitbürgerInnen nach Gurs transportiert. Auch in Mannheim mussten Leute aufgrund von ihrer Abstammung sterben und auch hier wurde den Menschen das Menschsein aberkannt. Und wir als Linke müssen da ganz klar sagen, das Menschenrecht, das ist für alle da und alles andere ist eine extremst untragbare Haltung. Diese Begründung, die so viel Elend leugnet, hat aber nicht eine besondere Empörung hervorgerufen, weil es für uns fast schon normal ist, dass solche Äußerungen kommen, dass es für uns allgegenwärtig wird. Die AfD hat Faschismus und Menschenverachtung ein Stück weit salonfähig gemacht in den letzten Jahren. Damit tragen sie zu der Gewalt bei, die in unserer Gesellschaft passiert. Und ganz klar, Hetze bleibt tödlich und das schon seit über 400 Jahren, also schon sehr lange. Und deswegen lohnt es sich auch immer, vor Ort gegen die AfD zu demonstrieren. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, in seiner kostbaren Freizeit immer vor den AfD-Veranstaltungsorten zu stehen. Aber wir brauchen eine Empörung darüber, was da passiert. Wir müssen vor Ort zeigen, dass die Hetze und die Menschenverachtung der AfD nicht in Ordnung ist. Und allen Leuten, die uns darauf ansprechen, müssen wir klar sagen, dass wir die Rechte für alle schützen wollen. Und denen müssen wir auch klar sagen, dass es nun mal echte Alternativen zu einer rechten Ideologie gibt. Also so zeigt sich schon deutlich, dass auch kommunal die AfD ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, und zwar die Ausgrenzung. Jetzt gibt es immer wieder Geschichten, die berichten, dass gerade bei KommunalpolitikerInnen die Stadträtinnen der AfD ein bisschen scheitern an Formalitäten. Wie zum Beispiel letztes Jahr in Ludwigshafen haben sich die Stadträtinnen aus Versehen selbst aus dem Hauptausschuss ausgewählt. Das wäre jetzt für unser eins ganz angenehm zu glauben, das liegt an irgendwelcher Intelligenz oder an anderen Gründen, aber auch das wäre irgendwo naiv. Die Systeme, in der sich die Politik bewegt, die können kompliziert sein und der Dammbruch in Thüringen hat auch gezeigt, die AfD lernt auch mit diesen Systemen umzugehen. Sie lernen sie sogar für sich zu nutzen und das ist halt wichtig zu sehen, dass auch sie auf mehreren Ebenen, also nicht von alleine ungefährlicher werden. Eine weitere Lösung oder eine weitere Art, damit umzugehen, gab es jetzt auch im Mannheimer Gemeinderat. Die VertreterInnen aller Parteien im Mannheimer Gemeinderat, bis auf die AfD, haben eine Erklärung zu den Morden in Hanau unterzeichnet. In dieser Erklärung sprechen Sie sich klar gegen die Relativierung der Verbrechen in Hanau und gegen die Relativierung der Verbrechen der Nazizeit aus und fordern von der AfD eine Distanzierung von Faschismus und Rassismus jeglicher Art. Und das finde ich eigentlich auch sehr begrüßenswert, dass es diesen Beschluss gibt und es zeigt auch einen Weg, wie wir damit umgehen können. Und zwar, dass die Demokratinnen gemeinsam, zielgerichtet gegen die AfD anstehen, damit sie sie in ihren Ambitionen
gegen eine tolerante Gesellschaft und in ihren Ambitionen zur Ausgrenzung gezielt auch im Weg stehen. Nun besteht die Politik vor Ort nicht nur aus der Arbeit im Gemeinderat, die natürlich sehr wichtig ist, aber es gibt auch noch die andere Ebene, einfach die Straße, die Stadtteile, dort, wo die Leute auch wohnen. Wie konkret kann Politik gegen Rechts vor Ort in den Stadtteilen in Mannheim aussehen, als Partei oder auch zusammen im Bündnis mit anderen? Also mit den Bündnissen sprichst du schon auch einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, eben wie es sich auch auf die politischen Parteien bezieht, ist es sehr wichtig, da auch mit vielen verschiedenen Kräften im Austausch zu stehen und sich auf diesem Nenner zu treffen und zu arbeiten. Wir als Die Linke Mannheim sind ja auch in Bündnissen aktiv. Und das hat sich jetzt zum Beispiel auch gezeigt bei unserer Demonstration am 6. Februar, also einen Tag nach dem Dammbruch, wo viele verschiedene Organisationen vor Ort waren und Reden gehalten haben und quasi auch für uns solidarisch, weil es ja am meisten auch das Linke tangiert hat, beziehungsweise ja eigentlich alle tangiert hat, also die vor Ort waren und sich gemeinsam für uns mit uns ausgesprochen haben gegen rechts. Und das ist sehr wichtig, dass man da präsent ist und auch vor Ort ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir der AfD nicht die Vororte überlassen. Das ist in Mannheim auch so ein Thema, weil wir viele Vororte haben. Und dass man sich auch nicht scheut, dort aktiv zu werden und mit den Leuten vor Ort zu sprechen, also auch in Haustürgesprächen zu führen und für die Belange der Leute offen zu sein und ihnen auch immer wieder, wie zum Beispiel durch unsere Sozialsprechstunden, zu zeigen, wir sind für euch da, wir verstehen, warum ihr Probleme habt mit der Welt, so wie sie ist, aber wir bieten eine andere Lösung als die, die sie die AfD bietet. Vielen Dank für diese kommunale Perspektive. Kommen wir nun zu dem aktuell dominierenden Thema, die Corona-Pandemie. Die derzeitige Corona-Pandemie hat zu einer massiven Einschränkung des öffentlichen Lebens geführt. Geschäfte und Firmen bleiben teilweise geschlossen, insbesondere Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen leiden unter dieser Krise. Es gelten strikte Versammlungsverbote und Kontakteinschränkungen zum Schutze der Gesundheit. Es gelten hinzu kommt eine massive Belastung für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Teilen des Einzelhandels einerseits und für Alleinerziehende, deren Kinder nun zu Hause sind, andererseits. Die Bundesregierung erhält derzeit ein positives Feedback von Seiten der Bevölkerung. Die Linke macht unter anderem mit sozialpolitischen Vorschlägen auf sich aufmerksam, zum Beispiel mit der Forderung, die Gehälter von Pflegekräften ab sofort um monatlich 500 Euro zu erhöhen. Daher zum Schluss eine Frage an alle drei hier in der Runde. Welche konstruktiven Vorschläge kommen denn von der AfD zur Corona-Krise? Fangen wir vielleicht mit dir an, Gerd. Mir sind keine konstruktiven Vorschläge der AfD zur Corona-Krise bekannt. Die AfD hat, glaube ich, jetzt gerade, die hatte gestern, wenn ich mich recht entsinne, oder vorgestern war es, glaube ich, eine Fraktionssitzung im Bundestag. Die einzige Fraktion, die sich real mit, wie viel sind sie, noch 89 Leute im Bundestag getroffen hat, auch völlig irre. Das zeigt so ein bisschen den Umgang der AfD mit dem Thema. Der ist, wie soll ich sagen, es gibt nicht eine wirklich einheitliche Linie. Es gibt einen Teil der AfD, da ist es wie bei allen anderen Themen, was die Mehrheit, vor allen Dingen die sogenannten Eliten in der Gesellschaft sagen, das muss falsch sein. Insofern sagen die, naja, Corona, das ist eigentlich ein Fake, das ist irgendwie ein Trick der Herrschenden, um uns hier auszubremsen, wo wir da gerade auf dem Vormarsch sind oder so. Also die leugnen, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Den Teil gibt es auch in der Bundestagsfraktion. Dann gibt es einen Teil, der versucht jetzt krampfhaft in der Debatte vorzukommen, weil, das kann man ja ganz gut sehen, die AfD eben bisher zumindest an dieses Thema nicht mit ihrer Universalerklärung herangehen kann. Zu sagen, die Pandemie ist entstanden, weil Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ist so offensichtlicher Schwachsinn, weil es sich um ein weltweites Problem handelt, dass noch nicht mal die AfD bisher auf diese Idee gekommen ist. Und schon sieht man, dass die AfD eigentlich nichts im Angebot hat. Alles, was die sagen, haben alle anderen schon in Teilen vorher gesagt. Es muss irgendwie darüber nachgedacht werden, wie man zurück zur Normalität kommen kann. Es müssen Wirtschaft, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt werden. Also die AfD hat nichts Originäres zu dieser Krise zu sagen.
Und interessanterweise sieht man das erste Mal in vielen Jahren, die AfD geht in den Umfragen zurück. Das wird sicherlich nur momentan der Fall sein, aber man sieht, dass die Leute in dem Moment, wo es eine tatsächlich ernsthafte Krise gibt, die sie auch persönlich betreffen, offensichtlich das Bedürfnis nach Fake News, nach einer Form des kruden Populismus, dass die nicht so groß ist, sondern dass eher die Frage nach ernsthaften Konzepten, nach ernsthafter Problemlösung gefragt sind. Und da hat die AfD nichts zu bieten. Ich mache mir da nichts vor. Ich glaube, das wird sich auch wieder ändern. Wenn die Krise erstmal vorbei ist, dann wird die AfD natürlich Schlussfolgerungen ziehen und versuchen, damit Punkte zu machen. Grenzen dicht, das ist die Parole, wo sie sagt, das haben wir schon immer gesagt. Wird ja leider momentan auch praktiziert, teilweise muss man es vielleicht auch praktizieren. Aber das wird die AfD sagen, Globalisierung ist schlecht, sehen wir jetzt, keine Masken hier und so. Und die AfD wird sozusagen versuchen, die Punkte rauszugreifen, die in ihrer Ideologie überführbar sind. Aber im Moment kann man, glaube ich, konstatieren, die AfD hat nichts Wirkliches anzubieten. Und es ist relativ still um die AfD. Ich würde mir wünschen, dass das noch länger anhält, auch nach der Krise. Gökay, wie äußert sich die AfD derzeit im Bundestag zu Corona und der Krise? Naja, also es ist natürlich ganz klar, die ganze Grenzschließungsdebatte, die für die AfD ja immer eine zentrale Forderung war in den letzten Jahren, mehr Grenzkontrollen, mehr Überwachung, mehr Polizei, mehr Sicherheit, das war ja quasi so die ganze Law-and-Order-Politik, mit der sie immer argumentiert haben. Aber jetzt sehen wir, dass die Corona-Krise eine globale Krise ist, die wirklich grenzübergreifend alle Länder betrifft. Und da liefert sie im Grunde genommen wenig Erklärungen bis dato. Es gibt natürlich auf der anderen Seite sehr viele Verschwörungstheorien, sehr viele verschiedene Theorien, woher dieser Virus gekommen ist und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dass die AfD bis dato keine vernünftigen Lösungen und auch keine vernünftigen Hilfen für die Menschen vor Ort anbietet, während auf der anderen Seite natürlich dieses solidarische Wir, das Gemeinschaftliche in der Mitte der Gesellschaft auch in so einer Krisenzeit sich sehr sehr, sehr gut entwickelt hat, von Nachbarschaftshilfen, von Gabenzäunen, von wirklich ehrenamtlichen Strukturen, wirklich parteiübergreifend, von Gewerkschaften, Kirchen bis hin zur Zivilgesellschaft. Also da sieht man auch, wie solidarisch und sozial eine Gesellschaft in so einer Krise sich auch entwickeln kann. Und ich glaube, das sind auch wirklich positive Entwicklungen, an der wir auch ansetzen können. Und es sind ja im Grunde genommen die ganzen Forderungen und Maßnahmen, die jetzt im Rahmen der Corona-Krise von Bund, Länder und Kommunen aufgelegt worden sind, sind auch größtenteils linke Forderungen, also keine Kündigungen, keine Mietskündigungen, keine Stromsperren und so weiter. Also es sind wirklich eine Reihe von Maßnahmen, die wir als Linke natürlich auch immer unterstützt haben. Wichtig ist, dass die auch nach der Corona-Krise weitergeführt werden. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft mit dieser Krise auch schon ein Stück weit zusammengewachsen ist. Zuletzt, Hanna. Wie äußert sich die AfD im Gemeinderat? Also im Gemeinderat hat sie einige Anträge gestellt. Sie stellt Fragen zur Situation von der Versorgung, zum Beispiel Krankenhaus oder genug Masken vor Ort sind. Aber auch Anfragen diesbezüglich, wie Krisenstab aufgebaut ist, inwiefern die Bundeswehr in Mannheim oder in der Umgebung eingebunden ist in die Versorgung. Und das ist was, worüber wir gestolpert sind, über die Frage, möchte die AfD damit längerfristig darauf hin, dass wir die Bundeswehr in Mannheim einsetzen sollen, quasi stärkere Kontrollen, die teilweise eine militärische Kultur annehmen. Das beobachten wir kritisch. Die Anfragen werden noch bearbeitet. Das warten wir jetzt auch ab. Aber diese Tendenz ist zumindest beobachtet worden. Gut, dann vielen Dank, Hanna. Wir können also festhalten, der Kampf gegen Rassismus und menschenverachtende Propaganda darf auch während dieser außergewöhnlichen Situation nicht stillstehen
und muss danach engagiert weitergeführt werden. Denn trotz globaler Pandemie sind dieses und alle anderen politischen Themen nicht gelöst und werden uns auch weiterhin beschäftigen. Wie wir es als demokratische und solidarische Gesellschaft vor Ort schaffen können, gegen die AfD und ihre rechtsextreme Ideologie anzukämpfen, haben wir in diesem Gespräch beispielhaft aufgezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir dieses Gespräch gerne mit euch als Zuschauerinnen und Zuschauern fortführen, um weitere Ideen und Gedanken auszutauschen und daraus konkrete Maßnahmen gegen rechte Ideologie zu entwickeln. Ich bedanke mich nun daher bei unserem Referenten Gerd Wiegel und bei unseren Referentinnen Gökay Akbulut und Hanna Böhm für eure Wortbeiträge und eure Zeit. Bedanken möchte ich mich auch bei euch zu Hause am Bildschirm für euer Interesse und dafür, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.